Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Ich nehme dich mit zu unserem Team-Workshop, in dem wir die Strategie fürs nächste halbe Geschäftsjahr durchsprechen und dir Einblicke geben, wie so ein Strategie-Workshop funktioniert, warum du das als Unternehmer machen solltest und welche Vorteile du davon hast. Teil 1 war heute Vormittag Rückblick, also geschäftlicher Rückblick. Wo stehen wir als Unternehmen? Sowas finde ich ist immer unglaublich wichtig, um die Mannschaft und das Team ins Boot zu holen. Zu verstehen, wie sind die Zusammenhänge, wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Ja, das ist so ein Strategie-Workshop, um einfach auch klar zu haben, welche Ziele haben wir und das, was wir jetzt gerade machen, heute Tag 1 und auch morgen am Tag 2 ist, wie erreichen wir diese Ziele? Ja, das heißt, wir gehen inhaltlich sehr tief rein in Arbeitspakete, Marketingpakete, anschließend also erstmal thematisch inhaltlich klären und diskutieren. Der Vorteil ist, dass die Experten und neuen Mitarbeiter gleich gut reinkommen in die Themen und gleichzeitig dann die Arbeitspakete auch gut verteilt werden können. Ja, also wer muss es dann abarbeiten? Was ist die Aufgabe, die Zielsetzung des Arbeitspaketes, warum machen wir das? Das sind alles Dinge, die dann viel schneller klar sind und dadurch im Nachhinein, wenn es dann zurückgeht ins Office, ins Tagesgeschäft, viel einfacher sich abarbeiten lassen, ohne große Rückfragen, weil eben das Gesamtbild klar ist. Ja? Und das ist so Sinn und Zweck der ganzen Geschichte eines Team-Workshops, Strategie-Workshops an der Stelle. Wir haben halt eine Mischung. Ich mache das mit meiner kompletten Mannschaft an der Stelle, nicht nur Inner Circle. Das ist nochmal ein anderes Format bzw. andere Inhalte. Und ich bin mega happy, total stolz auf mein Team. Und das Schöne ist, wenn man dann so im Austausch ist, sieht man dann auch selbst wirklich mal so die Erkenntnisse, wo waren eigentlich die Peaks, welche Einflüsse gab es, die dafür gesorgt haben, was sind die Erfolgsprinzipien inhaltlich im Detail, auf Umsatz bezogen, auf Traffic Conversion bezogen und so weiter. Und das ist natürlich schön zu sehen, auch so diesen unternehmerischen Entwicklungsverlauf, auch wie wir gewachsen sind als Unternehmen. Es sind wieder 2 neue Mitarbeiter dazugekommen innerhalb der letzten 3 Monate. Vor 3 Monaten sind erst 4 dazugekommen. Das heißt, wir sind steil am Wachsen und das mitten in der Corona-Situation, wo andere Unternehmen andere Herausforderungen haben. Und da freue ich mich natürlich ganz, ganz besonders darüber, dass wir da vorwärts gehen. Wer sollte beim Team-Workshop dabei sein? Es gibt ja grundsätzlich 2 Unterscheidungen, natürlich mehrere Workshop-Arten generell. Bei einem Strategie-Workshop ist eher der Inner Circle, das heißt der Geschäftsführer mit seinen obersten Teamleitern, vielleicht noch die Assistenz dabei. Bei einem Team-Workshop bist du mit deiner kompletten Mannschaft unterwegs, weil es da fördergründig um die Inhalte und den Team-Spirit auch geht und die Synchronisierung aller Tätigkeiten in der Mannschaft und in den Aufgaben natürlich. Einen gemeinsamen Überblick auch zu haben über, wo geht die Reise hin, wie sind die Zusammenhänge und so weiter. Das bekommst du nur hin, wenn wirklich alle dabei sind. Also das Ziel ist, bei einem Teamworkshop eine Teilnehmerquote von 100% zu haben. Und ja, ich weiß, es ist schwierig manchmal. Da gibt es dann Teilzeitkräfte, die dann am Samstag nicht können oder am Wochenende, wo es schwierig wird. Dann sind die halt nur zur Hälfte da und du passt dann entsprechend die Agenda an. Das geht auch. Aber wichtig ist wirklich, möglichst bei einem Teamworkshop die vollständige Besetzung zu haben. Dann, was steht auf der Agenda? Welche Themen werden behandelt? Ziel eines Teamworkshops ist, den Spirit und die Performance des Teams zu formen. Das heißt, im Idealfall bist du in einer Location außerhalb deines Offices, bist irgendwo, wo es schön ist, wo es inspirierend ist. Es gibt auch inzwischen Design Office und solche speziellen Büroraumkonzepte, die gezielt die Kreativität für zum Beispiel Innovationsworkshops anregen. Das heißt, wenn Innovation ein übergeordnetes Thema ist, dann sollte es auch eine entsprechende Umgebung dazu sein, die Innovation anregt und nicht unbedingt die Landhaushütte in den Alpen. Ja. Bei uns geht es jetzt um Team Spirit und Zusammenfügen und wir haben ja viele neue Mitarbeiter eingestellt. In Summe die letzten, was ist es, April, Mai, sind 4 Monate, 6 neue Mitarbeiter am Team. Da geht es halt viel mehr darum, das Team zu synchronisieren, dass das Team sich auch gemeinsam findet und Gelegenheit
außerhalb des Büroraums hat, sich kennenzulernen, persönlicher kennenzulernen, enger zusammenzuwachsen und auch mal ja, sich als Mensch näher zu kommen und näher kennenzulernen. Das heißt, das Umfeld ist bei uns eher so eine angenehme Atmosphäre jetzt hier. Wir sind, wie gesagt, nach Frankreich gefahren und haben hier ein Haus angemietet, wo wir die Zeit gemeinsam verbringen. Heute Nachmittag, am zweiten Tag, sind gar keine Business-Themen auf der Agenda. Wir machen einen Ausflug, gehen in den Kletterpark und anschließend auch, weil es jetzt halt 38 Grad Hitze gefühlt hat im Sommer, auch noch eine Baderunde mit anschließen. Das heißt, es hat auch einen Freizeitcharakter mit drin. Hilfreich ist da, sich im Vorfeld natürlich das Ganze vorzubereiten, zu recherchieren und daran auch den Standort auszusuchen, dass solche Möglichkeiten überhaupt gegeben sind. Was steht auf der Agenda? Auf der Agenda steht natürlich, als Geschäftsführer leitest du das Ganze ein. Das heißt, mit einem Introduction, also mit einer Einleitung von strategischen Themen, Rückblick, letztes Geschäftsjahr oder letzte Projekte, wenn es um Projektthemen zum Beispiel geht, Ausblick, was kommt auf uns zu. Das heißt, du als Geschäftsführer gibst das große Ziel vor. Und das ist der größte Hebel in der Performance, gemeinsam PS auf die Straße zu bringen, dass du quasi nur das große Ziel vorgibst und als Team gemeinsam die Arbeitspakete erarbeitet werden. Wie erreichen wir dieses Ziel? Und dann hast du natürlich auch das Thema, dass die Arbeitspakete, das ist das, was wir morgen am letzten Tag machen, verteilt werden im Team. Wer kümmert sich um was? Das heißt, diese Aufgaben, wie erreichen wir das Ziel, werden strukturiert im Kalender wirklich auch abgestimmt. Und das sind halt meine Erfahrungswerte, die letzten 14, in Summe sind es ja 20 Berufsjahre, aber 14 Jahre, in denen ich mich mit dem Thema Prozesse und Strukturen auseinandersetze. Weil woran scheitert es oft? Da hat die Oma 60. Geburtstag, da ist irgendwie Hochzeitstag, da können die Kinder nicht, da sind Schulferien, da wollten wir eine Weltreise machen. Und dann funktionieren die ganzen Projekte und Planungen nicht. Das heißt, hier wirklich die Sachen bis zu Ende durchzudenken und auch die Verfügbarkeiten und Ressourcen im Team mit der Strategie übereinander zu bringen. Das ist das Ziel von einem Team-Workshop, einen gemeinsamen Fahrplan zu haben. Und das braucht Raum und Zeit. Ja? Deswegen in Summe, wir haben jetzt 4 Tage, 5 Tage veranschlagt, das heißt Mittwoch bis Sonntag, in der Form, dass ich bewusst den An- und Abreisetag entkoppelt habe. Das heißt, Mittwochnachmittag war Anreise und Orga und Zimmer beziehen und alles, abends mal erstmal ankommen. Und Sonntag ist nach dem Frühstück dann gemeinsam wieder die Abreise, sodass du 3 komplette Content-Tage hast. Klar, mit dem Freizeiteffekt heute noch drin, aber 3 Tage, die wirklich inhaltlich durchgeplant sind und organisiert sind. Damit hast du halt viel mehr Fokus auch auf die Inhalte. Ja? Und ich kenne Strategie-Workshops auch, natürlich auch Vorstandslevel und so weiter, wo wir genau diese Themen immer diskutieren. Ja, da habe ich noch ein Meeting in Paris und muss dann nochmal angeflogen gekommen. Dann kürzen wir einen halben Tag ein. Da muss man dann immer gucken, wie man das übereinander bringt mit der Agenda, sodass das übergeordnete Ziel immer noch rauskommt. Also das ist nicht zu unterschätzen. Das sollte man organisatorisch, wenn man sowas plant, natürlich clever ja, sich vorausschauen und planen und das sinnvoll zusammenbasteln.